Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reden wir wieder über mein Project Pen, was die Pflege angeht, beziehungsweise mein Projekt Aufbrauchen. Ich möchte ein bisschen reduzieren. Hauptsächlich habe ich jetzt auch relativ viele Reisegrößen mit reingenommen. Ich habe ein bisschen umstrukturiert. Es sind jetzt mehr Produkte drin. Es sind, Moment, 16, 26? Ja, insgesamt 26 und nicht mehr 20 Produkte. Und ich würde sagen, wir legen direkt einmal los. Fangen wir mit den Haarprodukten an. Immer noch drin von Balea, der Schaumfestiger. Da ist aber wirklich kaum noch was drin. Ich habe auch gerade eben noch meinen geraden Pony, auf den ich absolut keine Lust mehr habe, so schön nach hinten an meinen Kopf geklatscht mit Schaumfestiger. Darum sehen die auch gerade so super glänzend und gleichzeitig strähnig aus. Ich habe einfach keine Lust mehr. Also wirklich, das war eine grandios beschissene Idee, jetzt einen geraden Pony haben zu wollen, wenn man absolut keine Lust hat, sich jeden Morgen Pony zu glätten. Ich bin einfach zu faul für einen geraden Pony. Fertig. So hat bei mir keinen Sinn. Ich habe viel zu flauschige Haare oder beziehungsweise viel zu dicke, krause Haare dafür. Man steht ein Pony nur bedingt, wenn ich den ordentlich gut style, und da habe ich nicht so oft Bock drauf. Und in letzter Zeit nehme ich mir sehr oft dann Schaumfestiger und mache nach hinten und dann ist das gut. Ansonsten habe ich hier wieder so komische Locken, die in alle Richtungen abstehen. Dafür benutze ich momentan Schaumfestiger am meisten. Darum wird das Ding auch kurioserweise mittlerweile so ein bisschen leer. Nur dank dieses Ponys, den ich nicht mehr haben möchte. So, machen wir weiter. Immer noch drin von Aussie, das Trockenshampoo. Ist auch nicht mehr so viel drin. Vielleicht noch so bis hier. Also ich zeichne ja sowieso nichts bei meinen Produkten ein, weil ich das ja abwiege und mir bringen diese Abzeichnungen selber gar nichts. Ja, benutze ich immer übergangsweise, wenn ich den Waschtag noch einmal oder noch einen Tag länger hinauszögern möchte oder so. Ich muss nur aufpassen, dass ich davon nicht so viel benutze, also nicht zu viel, sonst wird meine Kopfhaut wieder so ein bisschen trocken, ne? Klar, Trockenshampoo. Und juckt dann halt ein bisschen, dann muss ich auch direkt waschen. Also so ein, zwei Sprühstöße ist okay, so ein bisschen auffrischen, aber dann wirklich viel davon auf einmal benutzen kann ich nicht. Darum finde ich den Fortschritt jetzt mit 11 Gramm schon echt eine krasse Leistung bei mir. Dann kommen wir zum Haarspray. Wenn ich dann doch mal mich überwinden kann, meinen Pony zu glätten und ihn dann zu fixieren, war ja in den heißen 3 Wochen, die wir hatten, jetzt nicht unbedingt so ratsam, weil ne, die Stirn fängt ja an zu schwitzen und dann wellen sich Haare ja auch und Luftfeuchtigkeit und so. Also ich benutze das ja hauptsächlich zum Pony fixieren oder halt mal so ein paar Babyhärchen wieder in Reihe und Glied zu bringen, wie auch immer man es nennen möchte. Darum benutze ich gar nicht so viel Haarspray und ich glaube, dieses Produkt wird, glaube ich, noch bis zum Ende des Jahres in meinem Projekt sein. So rum war der Satz, den ich eigentlich formulieren wollte. Aber macht ja nichts. Dann von Balea, immer noch drin, von der White Chocolate LE, das Shampoo. Ich finde das nach wie vor ganz gut an sich. Duft bleibt auch unheimlich lange in den Haaren, der gefällt mir auch. Ich verstehe nur nicht, warum der jetzt vor ein paar Monaten rauskam und nicht jetzt erst. So, weil ich finde den schon relativ schwer. Mich erinnert der sehr, sehr an, an kuschelig quasi. So, ne? Also an Kerzen, an Decke, Regenprassel draußen und weiß ich nicht, heiße Schokolade und sowas. Also ich fand es wirklich für Frühling, Sommer ein bisschen zu schwer und zu intensiv, ehrlich gesagt. Aber ist ja nicht verkehrt, ne? Ich meine, jetzt für den September ist das ja optimal. Ist auf jeden Fall ganz gut. Also ich wasche mir damit die Haare, die werden sauber, die fetten nicht schneller nach als mit anderen Shampoos. Darum bin ich da vollkommen zufrieden, was das angeht. Dann habe ich ja die Kategorien geändert. Duft gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe halt Deo, Parfüm, Body Spray mit zu Körperprodukten und Haarparfüm zu Haarprodukten. Darum immer noch drin das Haarparfüm von Isana, Style to Create. Ich benutze es gar nicht mehr allzu oft. Also klar, wenn, dann mache ich... Es kommt noch nicht mal was raus. Einmal so und einmal so. Und das ist so ein dünner Sprühnebel. Also der ist wirklich sehr, sehr fein. Da geht nun mal nicht viel Produkt, sag ich mal, bei
verbraucht, wenn man das ein-, zweimal sprüht. Darum ist da auch gar nicht so viel passiert. Dann kommen wir aber schon zu den neuen Produkten bei den Haaren. Das ist einmal von Balea Schönheitsgeheimnisse aus der Aloe Vera Reihe. Die Spülung. Ich glaube, das Shampoo hatte ich letzten oder vorletzten Monat aufgebraucht. Ich weiß es gerade gar nicht. Gefiel mir ja ganz gut vom Duft her. Ich muss sagen, hier gefällt mir der Duft nicht ganz so gut wie von dem Shampoo. Den vom Shampoo fand ich irgendwie angenehmer. Aber ist okay. Ne? Also dadurch, dass mir das Shampoo gefiel, hier die Spülung soll halt auch reichhaltig sein, bin ich gespannt drauf. Und denn als letztes Haarprodukt und ebenfalls neu ist von Mane & Tail dieser Conditioner. Ich bin ja kein Fan davon, wenn das so riesige Öffnungen sind. Vor allem, es ist sowas... Ja, das Ding ist voll, ne? Ich müsste jetzt drücken, damit was rauskommt. Und gleich werde ich das bereuen. Ja, man wird da auf jeden Fall nicht alles rauskriegen. Selbst wenn man das über Kopf stehen lässt, wird da nicht alles rauskommen. Ich bin ja kein Fan von so Verpackungen. Ich möchte ja eh diese ganzen Reisegrößen so ein bisschen dezimieren in meiner Sammlung. Ich bin, glaube ich, die letzten 9 Monate nicht irgendwie großartig über Nacht weggeblieben oder ein Wochenende oder im Urlaub. Das letzte Mal waren wir im August letzten Jahres im Urlaub. Ja, ich musste gerade kurz überlegen, welches Silvester wir in Paris waren, war aber das Jahr davor. Ja, also... Ich sag mal, vor über einem Jahr waren wir das letzte Mal irgendwie weg. Und ich habe unzählig viele Reisegrößen. Ne? Dadurch, dass ich die Glossy Box, die Look Fantastic Box, die Pink Box im Abo hatte und hasse nicht gesehen. Dauernd gab es ja irgendwelche Goodies bei Douglas Bestellungen, bei allen möglichen Bestellungen halt. Ne? Ganz oft werden so Reisegrößen halt dazugelegt. Oder halt Adventskalender und sonstigen Kram. Ich brauche nicht so viele Reisegrößen. So, aber klar, die Produkte möchte ich gerne benutzen. Ja, sollten wir nochmal irgendwie wegfahren, Wochenende, Städtetrip, sonstiges, wenn es wieder alles gechillter ist und das wieder okay ist, dass man dann auch verreist oder halt wirklich mal nur ein Wochenende wegfährt oder so, dann fülle ich mir das ehrlich gesagt ab. Ich habe ja hier zum Beispiel mein Augen-Make-up-Entferner habe ich in so einer Reiseflasche drin, weil ich das einfacher, ne, hier mit so einem mit so einem Kippverschluss. Ich finde das einfacher. Oder halt so Sachen zum Aufklappen. Und eigentlich benutze ich solche Geschichten immer, wenn ich im Fitnessstudio duschen war, was ja jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, ich glaube, ich war dieses Jahr noch nicht einmal im Fitnessstudio, jetzt abgesehen von Corona. Ja, also seit März kann man sowieso nicht mehr gehen. Jetzt müsste man anstehen und keine Ahnung. Ich habe jetzt angefangen, tatsächlich zu Hause Sport zu machen. Ist aber auch ein anderes Thema. Erzähle ich euch vielleicht mal im Vlog oder so. Ja, also wenn, dann fülle ich mir Klamotten um. Und ich brauche keine, weiß ich nicht, 30 Gesichtscremes in Reisegrößen und 40 Duschgele und weiß ich nicht, Gedöns halt. Darum, es nimmt eigentlich nur unnötig Platz weg. Na, also ich habe lieber so eine Verpackung irgendwo, ne? Stelle ich mir in eine Dusche, als überall so kleine rumfliegen zu haben. Darum versuche ich da so ein bisschen aufzubrauchen. Kommen wir schon zu den Gesichtssachen. Also, dann haben wir immer noch den Toner von The Ordinary. Ist auch echt nicht mehr viel drin. Müsste ich diesen Monat, maximal nächsten Monat auf jeden Fall geschafft haben. Dann haben wir immer noch die Nachtcreme drin. Ey, die ist super reichhaltig. Und die ist auch ergiebig. Ne? Also die hat so eine... Konsistenz, ihr seht das schon, so ein bisschen fester. So eine Mischung aus Lotion und Vaseline, würde ich sagen. Also von der Konsistenz her, ne? Man braucht echt nicht viel, wenn ihr das vorher in den Händen verreibt und nicht, wie ich das sonst mal mache, so Punkte im Gesicht und dann verteilen. Ey, dann kommt man da super krass lange hin auf jeden Fall. Ich finde die echt nicht schlecht. Also Polar ist jetzt keine Marke, die ich unbedingt auf dem Schirm habe, wenn ich irgendwas tue. Weil ich meistens ja zu DM, Rossmann gehe, ich bestelle bei Douglas oder bei Kosmetik verlässt oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo man Polar bekommt. Ich kenne es, glaube ich, nur durch Glossy Box. Aber ist halt, wie gesagt, auch wieder so eine kleine Größe, ne, die unnötig Platz wegnimmt. Darum kann es so langsam alles mal aufgebraucht werden. Immer noch drin vom Body Shop. Das Serumfüllstand ist auf jeden Fall weniger als die Hälfte. Da habe ich immerhin ganze 4 Gramm aufgebraucht. Das ist schon nicht schlecht. Ich bin gespannt, noch bin ich nicht so weit unten, dass die Pipette nicht mehr drankommt.
Mal schauen, wie das nächsten Monat aussieht. Dann habe ich, ja, ab jetzt kommen neue Produkte, von Neutrogena meine Gesichtspflege mit in das Projekt genommen. Die habt ihr ja schon das ein oder andere Mal in Style and Talk Videos oder so von mir gesehen. Wundert euch nicht über diese komische Kuhle da drin. Ich benutze immer so Löffelspatel zum Entnehmen, weil ich das hasse, Creme untere Fingernägel zu haben. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, und darum spatel ich mir das hier immer raus. Ich finde die ganz okay. Ich kenne es eigentlich nur von Anti-Age-Geschichten, dass die sehr, sehr reichhaltig sind. Die ist mir ehrlich gesagt nicht reichhaltig genug. Also da bin ich schon sehr froh, dass ich so ein krasses Pendant dann quasi abends habe, was wirklich echt reichhaltig ist. Und die zusammen mit dem Serum über dem Tag ist dann auch okay. Also ne, die ist nicht schlecht oder so, nur die reicht mir halt nicht von der Feuchtigkeit. Dann aus dem vorletzten Adventskalender von Balea wollte ich jetzt endlich mal das Waschgel aufbrauchen. Lovely Moments ist glaube ich 2018, It's a Magical Time war 2019. Und dieses Jahr habe ich gar nicht geguckt, wie der neue Adventskalender heißt. Den werde ich mir auch diesmal, glaube ich, nicht kaufen, weil es im Endeffekt genau dieselben Produkte sind wie das Jahr davor und davor. Ich finde, diese Lovely Moments Geschichten und It's a Magical Time, da haben sich noch so ein paar Sachen auf jeden Fall gut unterschieden. Aber jetzt finde ich ziemlich viel, ja, eigentlich neu aufgelegt, hiervon oder vom anderen, je nachdem. Möchte ich auf jeden Fall aufbrauchen. Ja, auch wieder eine kleine Größe, die dann weniger da ist. Dann haben wir von Love Me Green einmal dieses Gesichtspeeling. Das ist mit Papaya. Schaut übrigens so aus. Hier ist so ein bisschen was im Deckel. Riecht ganz gut. Freue ich mich drauf. Habe ich, glaube ich, auch aus irgendeiner Box mal gehabt. Ich meine auch Glossy Box oder Look Fantastic. Ich weiß es gar nicht mehr. Dann haben wir von Balea die Wohlfühlmaske. Das sind ja immer so zwei Anwendungen und das stammt echt noch aus der Zeit, wo es nicht diese Perforation gab zum Abreißen. Ich musste die tatsächlich mit einer Schere damals noch in grauer Vorzeit auseinanderschreien. Das sind einfach so die Überbleibsel. Na, also ich habe die eine Hälfte von Masken benutzt, die andere wieder in die Schublade gepackt, weil ich ja immer wieder eine neue benutzen wollte und eine andere. Und ja, da möchte ich so langsam mal meine ganzen alten Klamotten aufbrauchen oder entsorgen, je nachdem, wie es dann aussieht, wenn ich es aufmache. Also es fühlt sich noch ganz gut an. Ich habe vor kurzem noch so eine Maske davon benutzt gehabt. Die war immer noch gut und ja, solange die nicht komisch riecht oder eine komische Konsistenz bekommt, benutze ich die auch weiter. Dann haben wir von Witchables einmal diesen Cleansing Foam. Ja, ist ein Cleansing Foam. Habe ich 6, 7, 8, 9, 10 Mal hier bestimmt rumfliegen. Habe ich auch schon mehrmals aufgebraucht. Gab es immer mal bei Douglas als Goodie in Kalendern, in Boxen, in sonstiges. Ich finde das gut, nur ja, so langsam sollte ich die auch alle mal verwenden, weil es wären einfach nur, ja, es wären auf jeden Fall nicht weniger, sagen wir es so. Mehr wären es jetzt auch nicht, aber es wären auch nicht weniger und da ist halt der springende Punkt. Ebenfalls so eine Überbleibsel-Maskengeschichte von Rival de Loup. Ihr seht schon, das war ursprünglich ja Balea. Da oben war immer Logo, unten immer die Maskenbezeichnung. Hier haben wir jetzt genau umgekehrt. Wir haben die Marke, aber wir haben die Maskenbezeichnung nicht mehr. Die steht aber hinten drauf, darum, ne? Ja, so viel zum Gesicht. Machen wir weiter mit Körperprodukten. Da haben wir immer noch den Selbstbräuner drin. Ich glaube, ich habe ihn einmal in meine Tagespflege mit reingemischt und dann war es das auch wieder. Ich weiß nicht, warum ich mir im Ausverkauf da 4, 5 Dinger von mitgenommen habe. Wahrscheinlich dachte ich, hey, bestimmt voll das günstige Dupe zum St. Moritz. Ja, der St. Moritz, der suppt aber nicht so komplett alles voll. Jedenfalls bei mir nicht. Er nervt mich einfach nur noch. Aber ich werde ihn weiter benutzen. Ich bin da dran und ich hoffe, ich kriege den dieses Jahr noch irgendwie leer. Ihr kennt das bestimmt, wenn man Produkte nicht so mag. Aber A, ist es schon zu leer, um es noch weiterzugeben, finde ich. Also wenn da nur noch so viel drin ist, dann kann ich das auch aufbrauchen. Aber ich mag ihn halt nicht. Also das Ergebnis ist okay, ne? Aber das ist der Eiermann. Aber ich mag die Anwendung halt nicht, ne? Und ja. Aber ich werde es dieses Jahr auf jeden Fall noch schaffen. Dann immer noch drin die Handcreme von Lush, die ich ja für die Füße benutze. Die ist einfach für die Hände zu reichhaltig. Schaut momentan so aus.
Aber ich nehme da immer gut viel schon raus, creme die Füße dick damit ein, Kuschelsocken an und bäm, alles super, alles toll. Das Ding ist hier, das ist halt eine nährende Handcreme mit Mandel, Kakaobutter und Kamille. Es ist halt ein sehr, sehr pflegender Geruch. Es ist halt ein sehr, sehr pflegender Geruch, sage ich jetzt mal. Also habt ihr ja gehört, hier Kamille, ne, und so. An den Händen mag ich das ja gerne fruchtig oder blumig. Also so, dass ich quasi, wenn ich irgendwas mit meinen Händen mache und so an meinem Gesicht vorbeikomme, warum auch immer, keine Ahnung, so ein bisschen so, oh, riecht da und danach. So, wisst ihr? Verwirrt aber, ne? Die ist mir einfach zurückfettend. Also finde ich ja an sich nicht verkehrt, aber an den Händen nicht. Weil das Ding ist einfach, ich creme die Hände ein und dann klingelt mein Handy oder ich muss irgendwas anfassen oder meine Katze möchte gestreichelt werden. Und dann ist es halt doof, wenn ihr immer so klebrige Finger halt habt oder beziehungsweise so schmierige Finger. Darum wird es halt weiter für die Füße benutzt. Ich bin da aber auf einem ganz guten Weg. Machen wir weiter mit diesem Peeling. Dieses Peeling hat mich relativ enttäuscht, weil das Ding ist, zum einen, es ist ja hier so ein Exfoliating Gum Wash, was auch immer. Das Ding ist so, ja, es sieht aus, als wären da voll viele Peeling-Partikel drin, ne? Sind es aber nicht. Also A, sind die abgerundet, also mehr so Kügelchen. Ich bin ja mehr so die Fraktion Salz- oder Zuckerkristall-Peeling. Ne? Also es muss schrubbeln schon, damit ich das als Peeling irgendwie benutzen kann. Weil das ist einfach nur so ein bisschen schrubbeliges Duschgel. Ne? Und das ist einfach so schwabbelig. Also wenn ich jetzt hier irgendwas mache, da passiert nichts. Ich muss da schon ordentlich irgendwie reingehen. Also es zieht sich auch immer selbstständig glatt. Wäre der Duft nicht so mega geil, ne? Es riecht so lecker, ich würde es am liebsten essen jetzt. Ohne Scheiß. Ich würde mir einen Löffel hinsetzen und das löffeln, weil es riecht einfach so hardcore nach Mango-Joghurt. Ach, mega geil. Aber mich ärgert die Konsistenz. So, das ist wie Wackelpudding, wenn ihr das rausnehmt. Also es ist immer noch quasi wie so ein Klumpen. Und es ist sehr, sehr schwer, diesen Schwabbelklumpen irgendwie dann zwischen euren Händen zu verteilen, sodass der nicht so stückchenhaft ist. Weil das Ding ist, ja, was soll ich mit einem Duschpeeling, was so Würstchen oder Bröckchen bildet, sag ich mal. Es ist unheimlich rutschig in der Dusche. Also wenn euch dann halt so ein bisschen was von diesem Krümmelchen runterfällt, es ist halt sehr, sehr schmierig, sehr glitschig, sehr rutschig. Ist nicht ganz so das geilste Zeug. Von der Konsistenz her, von der Anwendung her, aber ich finde den Duft einfach so mega. Ne? Also ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen. Aber auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen irgendwo. Klar, die Konsistenz, die ist abgefahren, ist mal was anderes, aber ja, ich erwarte schon bei also hier wird es als exfolierendes Waschgummi bezeichnet, aber bei so Duschjelly-Geschichten zum Beispiel erwarte ich auch, dass wenn ich das so zwischen den Händen reibe, dass es dann auch sich verteilen lässt und nicht so ein Brocken bleibt, wo ich so ein bisschen was abschrubbel. Ja, mal schauen, wie das nächsten Monat aussieht. Ist auf jeden Fall schon gut was raus. Dann haben wir mein Lacoste Parfüm immer noch drin. Es ist echt nicht mehr so viel. Aber ich benutze es halt viel zu selten, weil es halt Lacoste ist. Warum auch immer. Na, es hat mal so viel Geld gekostet und es ist fast leer. Und dann fängt man irgendwie an zu hamstern und zu sparen für irgendeinen besonderen Tag oder so. Aber das ist Schwachsinn. Ne? Also bevor ich das hier leer habe mit, ich trage das nur an Weihnachten, an Geburtstag, an was weiß ich für Tagen, bis dahin ist es gekippt und ist halt kaputt. Und dann habe ich davon auch nichts gehabt. Ne? Ich muss mich echt ein bisschen dazu zwingen, öfter dieses Parfüm aufzutragen. Ein bisschen habe ich es benutzt, aber jetzt nicht so viel, dass ich sagen würde, ey, da ist jetzt voll der Fortschritt drin. Machen wir weiter mit den neuen Produkten. Na, aufgrund von, ich möchte Probegrößen und sowas aufbrauchen, ist von Mio dieses Skin Tight Body Serum. Mio sagt mir an sich auch nichts, auch irgendein Boxenprodukt. Es riecht unheimlich medizinisch. Ich weiß nicht, was für ein Kraut drin ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie Menthol und irgendwie noch irgendwas. Also irgendwas Kräutriges, was ich nicht ganz so geil finde. Aufgrund von diesem Geruch benutze ich das auch an den Beinen.
Weil, wie gesagt, nur Oberkörper, Arme, zwischendurch kommt ja mal, wenn ihr so eine gut riechende Bodylotion habt, ihr bekommt mal so einen Schnupper dann irgendwie ab. Ne? Und dann so, oh, was riecht denn hier so nach irgendwie Frucht oder nach Blume oder nach weiß ich nicht was. Ne? Und das ist einfach so penetrant und der Geruch, der bleibt so lange auf der Haut. Ich benutze das echt nur Oberschenkel abwärts quasi und Oberkörper halt was anderes. Zum Beispiel, super Überleitung, momentan das. Also das habe ich angefangen und möchte es jetzt halt im September aufbrauchen. Ist auch, Moment, Magic Winter von dem vorletzten Kalender. Soll nach Vanille-Eiscreme riechen. Ich finde, das riecht nicht nach Vanille-Eiscreme. Das riecht irgendwie nach Vanillekipferl oder so. Also Eis rieche ich hier nicht. Ich rieche irgendwas Keksiges, Kuchiges auf jeden Fall. Ist nicht verkehrt. Ich finde die Eule auch super süß und alles. Ist auch nicht mehr allzu viel drin. Also das wird, denke ich mal, im September auch locker aufgebraucht. Dann habe ich von Nivea ein Mini-Deo mit reingenommen. Ich benutze einfach unterwegs kein Deo. Darum brauche ich auch keine Reisegröße. Ich sprühe mir morgens Deo auf und dann war es das. Und ja, wie gesagt, kleine Größen sollen alle weg, so nach und nach, weil ich brauche sie halt nicht. Ne? Schwachsinn, die aufzubewahren, wenn ich jetzt schon weiß, ich war ein Jahr lang nicht irgendwie im Urlaub oder habe woanders geschlafen, dass ich die Sachen gebraucht hätte. Ne? Sagt man ja eigentlich bei Klamotten, wenn du es ein Jahr nicht anhattest, dann wirst du es jetzt auch nicht mehr anziehen. Aber so sehe ich das jetzt halt mit dem Deo. Ich habe es jetzt ein Jahr lang nicht benutzt unterwegs, irgendwie ein Deo. Ich habe es immer in der Tasche gehabt, so ist es nicht. Aber ich habe da einfach nicht zugegriffen, weil ich hatte nie das Gefühl, so, oh, jetzt brauche ich Deo. Ne? Wenn ich irgendwie im Fitnessstudio war oder so, dann habe ich trotzdem großes Deo mitgenommen oder einen Deo-Roller oder sowas. Keine Ahnung. Bevor es irgendwie schlecht wird oder weiß ich nicht was, möchte ich das jetzt einfach benutzen. Dann ist eine Handcreme drin von Mercy Handy, auch mal aus irgendeiner Box oder so gewesen. Die ist okay, die zieht relativ schnell ein, die riecht auch ein bisschen fruchtiger, meine ich. Ja, die hat auf jeden Fall ein bisschen was Frischeres, ein bisschen was nicht ganz so pflegend cremiges vom Duft, vom Geruch her. Und ja, kommt dann jetzt halt in die Handtasche oder an den Nachttisch und dann wird es halt da benutzt. Dann ist neu drin, auch noch relativ neu allgemein bei mir zu Hause, von Isana das Duschgel. Riecht total cool. Also sehr, sehr krass nach Sommer. Und bevor es wirklich richtig kalt wird und alles, wollte ich das noch schnell benutzen. Weil ansonsten liegt das ja bis nächstes Jahr hier rum. Und ja. Aber für den Fall der Fälle, dass es, ich irgendwie was Kuscheliges brauche, habe ich von Lush Snow Fairy. Hier unten ist super viel Glitzer. Das Ding ist, das sammelt sich halt alles hier unten, wenn ihr das halt so stehen habt. Ich kriege das auch gar nicht so richtig durchgeschüttelt, dass das Glitzer sich irgendwie ordentlich verteilt. Keine Ahnung, ist auch noch komplett voll. Snow Fairy ist so einer meiner liebsten Lush-Stifte, wirklich. Also ist ja vielen viel, viel zu süß. Ich finde das so geil. Ich habe davon, meine ich, auch so eine feste Bodylotion, was aussieht wie so ein Lush-Pöttchen. Also von der Form her. Muss ich auch mal rauskramen und benutzen, weil, ne, Lush, wissen wir ja alle, ist nicht ewig haltbar, aber auch weit übers Haltbarkeitsdatum hinaus immer noch gut. Also Lush gönne ich mir wirklich nur zwischen Weihnachten und Silvester hin, wenn die da diesen 50% Sale haben auf alles, was bis zu dem und dem Datum hergestellt wurde. Ansonsten finde ich das auch zu teuer. Ich meine, das war aus irgendeinem Geschenkset, so ein Weihnachtsgeschenkset, was dann halt 50% günstiger war. Dafür ist es okay, ansonsten würde ich mir keinen Lush-Duschgel tatsächlich kaufen, finde ich wirklich zu teuer. Ich meine, gut, ich kaufe auch Bodyshop-Duschgele und sowas, die auch mit 7 Euro echt schon nicht gerade günstig sind. Aber Lush finde ich dann schon exorbitant hoch vom Preis. Aber zum Weihnachtssale, finde ich, kann man sich das mal gönnen und das ist okay. Und ich benutze auch super gerne die Seifen von Lush zum Duschen. Ja, ich glaube, wir sind durch. Das sind jetzt meine Produkte für den September gewesen. Ihr könnt mir gerne wieder eure Meinung zu den Produkten schreiben, falls ihr schon was davon benutzt habt oder irgendeine Review zu irgendeinem von den Produkten haben wollt. Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!